Dann, Melvin, du wirst ja jetzt gehen. Dann zerstören wir ein bisschen dein Haus. Okay. Und wenn du wiederkommst, hast du Kids mehr. Na klar. Wer hat einen Fickfreund? Ich besorge Melvin einen Fickfreund. Die liegen, doch schon alle bei Cassie drinne. Ja, aber die gehören ja speziell Cassie. Ach so. Und nicht Melvin. Ganz ehrlich, okay. Ich hab sowas nicht nötig. Außerdem. Warum? Weil. Entweder bist. Das ist alles hässlich. Also entweder bist du andersrum oder andersrum. Rum. Dumm. Na, ich geh jetzt offline. Alles klar, schönen Abend dir. Ja. Tschüss. Ja, was denn? Gib meine Leiche wieder. Was ist denn? Geh da wieder hin. Hä? Was hast du dir an? Also Cassie, wir müssen uns mal dringendst über deine Neigungen unterhalten. Die gefallen mir. Ich verbrenn die nur gern. Ja, würd ich jetzt Ohr zählen. Oh, ich war bei dir auch mal leidenschaftlich. Ich brauch so einen verkackten Holzwagen, ey. Apropos, ich muss mal meinen Hund rausbringen. Zu spät. Einfach mal zu spät halt, ne? Ja, komm, ich glaube, der schläft immer. Der schläft halt ehrlich wieder auf dem Rücken. Oh. Ist doch cool. Das kann nicht mal, das können auch gerade mal bloß die Hälfte der Menschheit auf dem Rücken schlafen. Ernsthaft? Keine Ahnung, ich denk's mal. So kann ich nur schlafen. Also ich schlaf. Ich kann gar nicht gut schlafen, wenn ich auf dem Rücken liege. Also ich schlaf auch nur auf dem Bauch ein. Anders geht das bei mir gar nicht. Entweder Bauch oder Seite. Löffelchen, Cassie. Rücken. Nur Rücken. Ach so, also du magst es, wenn... Naja, oh nee. Nee, das artet jetzt aus. Mike. Wenn ich was sage. Ja, wenn du das sagst. Das ist halt Cassies Schuld. Die ist anwesend, da artet sowas immer aus. Du bist eine junge Frau. Junge Frauen sind immer an allem schuld. Genau. Hey. Ihr seid dran schuld, dass man erregt ist. Ihr seid dran schuld, dass man nicht mehr klar denken kann. Ihr seid dran schuld, wenn ihr schlechte... Nee, warte mal. Wir sind dran schuld, wenn ihr schlechte Laune habt. Genau. Ja. Das stimmt. Und Cassie hat gerade übelartig gestöhnt. Ich bin gestreckt. Ja, das hat sich angehört wie ein Stöhnen. Ein lustvolles Stöhnen. Bist du mit deinen Leichen schon fertig? Nee, ich bin gerade dabei. Baum zu fällen. Sowas kannst du? Ich dachte immer, das ist Männeraufgabe. Warum fäll ich dann Bäume, wenn du das kannst? Ich brauch Holz, los, zack, zack. Ich fäll dir keine Bäume. Ach nee, du klaust mir nur das Holz immer, ne? Da rennt jemand mit Holz rum. Wehe, das wurde mir jetzt geklaut. Ich hab mir das selbst Oh, da ist der Wagen. Ja, aber Cassie, nicht immer nur in der Base die Bäume fällen, ne? Denk dran. Ich fäll doch gerade außerhalb. Ich lauf gerade voll Kilometer rum. Warum fällst du nicht bei dir hinten?
Meine Orbitalkanone. Juhu. Bei dir hinten ist ein übelster, dicht bewachsener Wald und du rennst extra vor bis zur Klippe. Das ergibt null Sinn. Ich weiß. Ich ergib auch null Sinn, also passt. Ja, trotzdem. Uiuiuiui. Ah. Scheiße, ich hab's gekauft. Dann mach was dagegen, Tyrox. Gar kein Bock. Warum ist hier schon wieder die Tür weg? Was? Bitte? Was macht ein Cassie immer für Geräusche? Das ist ja schlimm. Das ist. Ist schlimm. Das. Ja. Och, Cassie, das sind deine Freunde. Jetzt habt ihr doch mal lieb, ey, verdammt. Die wollen nur mal eine ordentliche Stadtfrau sehen und nicht immer nur ihre eingeborenen Schnecken. Wenn ich jetzt eine Treppe hab zum zweiten Ober, wie kann ich da jetzt ein Loch in die Decke reinmachen? Tyrox, möchtest du es ihr erklären? Denn dafür muss ich den Server wieder Gebäudeschaden anmachen. Was meinst du, warum ich mein Dach noch während Gebäudeschaden anbau gebaut habe? Ich weiß es nicht. Damit man dort ein Loch reinsägen kann. Ins Dach. Kann ich das so nicht? Nein, da muss Gebäudeschaden an sein und dann muss der Server erst wieder speichern. Mach in der Zeit irgendwas anderes und mach's beim nächsten Mal. Ja. Kann ich das Dach jetzt schon fertig bauen? Ja, wenn du hochkommst, ja. Also, oder wenn du jetzt meintest, hier so fertig bauen und dann beim nächsten Mal das Loch reinmachen, ja, kannst du. Och nee, ein Baumstamm, Junge. Ein Baumstamm, ja. Wenn mein Haus wieder ordentlich steht und ich mit der Inneneinrichtung weitermachen kann. Aber das ist mir auch neu, wenn man eine Wand einreißt, dass das ganze Dach wegstürzt. Es war im Singleplayer nie so. Aber ich muss mir demnächst mal wieder Pfeile besorgen. Ich habe in der Höhle heute ganz schön viele Pfeile gelassen. Das alles fertig. Treppe steht, jetzt muss ich da oben das Dach bauen. Oh Mann, Mann, Mann. Komm, Dach, bitte. Bitte geh. Ja. Was lachst denn da so, Tyrox? Was hast du da jetzt so gelacht? Oh, hab nicht gelacht, ich hab gegeben. Oh Gott, das hört sich bei dir an wie Lachen. Du bist echt nicht mein Kind. Aber Cassie, mach dir nicht draus. Ich muss auch nochmal Gebäudeschaden allgemein anmachen. Bei mir ist immer noch das hässliche Lagerfeuer am Haus. Was ich vergessen habe zu zerstören. Ah, Holz. Ernsthaft. Ich sag schon nicht, keine Angst.
Gut. Ist gut kaputt gegangen. Das ist nicht dein Ernst. Nee, oder? Was nee. Ist, was ist kaputt? Oh nee. Ich verstehe. Anscheinend ist Dings. Ich hab aus Versehen so ein. So, so ein. Der Schaden ist an. Nee, kann nicht sein. Nein, ich hab den. Nee, ich hab den Baum. Zerstört. Welchen? Den hier vorne bei Cyborgs Haus. Was war dran? Ein Baumhaus, nee, so eine Plattform. Ich glaub, das ist nicht so schlimm. Ich brauch's wieder um. Bei mir fällt da auch ein Baum. Mit einer Plattform dran, von daher. Nee, aber Gebäudeschaden ist aus. Das kannst du ganz leicht testen, indem du mit einem Speer oder Axt gegen deine Tür haust. Wenn sich der komplette Türrahmen verzieht, dann ist Gebäudeschaden an. Aber ich hab's definitiv deaktiviert. Wieder. Was echt? Eine ganz normale Leuchtfackel, ja? Selbst die bringst du noch zum Explodieren. Ist leider so. Es ist nicht leider so. Was brauche ich dafür noch jetzt? Ah, genau. Liebeskessel. Was? Liebeskessel? Okay. Liebeskesselchen. Nein, 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 nein! Was war das denn? Ah, schön. Alles in Ordnung bei euch? Explodiert es oder explodiert es nicht? Och, ärgerst du die Kleine schon wieder? Ja, das macht voll Spaß. Cyrox, du weißt, dass immer alles auf einen zurückkommt, ne? Ja, komm, das ist mir wert. Ernsthaft? Wenn es dir wert ist, okay. Dann erlaube ich dir es ausnahmsweise mal. Hier, aber wir könnten mal bitte ganz schnell die Nacht überspringen. Ja, mach ich gerne. So eine Molotow-Ding abgeworfen hast. Ja, und ich hab sogar noch fast getroffen, glaube ich. Ich liege.